Ja, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, dem MarcelLP007. Wir werden heute den Flughafensimulator Let's Playen. Ich weiß, den gibt's schon etwas länger, aber egal. Ich habe jetzt irgendwie Bock, das zu machen. Ich habe jetzt auch ein neues Headset, wie ihr auch vielleicht hoffentlich hören werdet. Und ja, mal gucken, jetzt werde ich noch die Einstellung etwas ändern. Die Musik bleibt aus. Oder? So kann ich es so lassen. Und ja, dann beginnen wir auch mal ein neues Spiel. Möchtest du das Tutorial machen? Ja, gerne doch. Ja, ich hoffe, jetzt ist auch die Songqualität besser von von mir. Wegen das alte Headset, was ich hatte, konnte man ja vergessen. Die Musik ist weg. Ist ja nicht klasse. Und es geht schon los. Moment. Timer muss kurz gestartet werden. Ach, unser neuer Mann. Normalerweise fangen wir unsere Schicht hier morgens um 6 Uhr an. Aber heute ist dein erster Tag und ich gehe mal davon aus, dass du Personalkontrolle am Geländeeingang etwas länger gedauert hat. Aber schon mal vorweg für diese Zukunft. Unsere Schicht beginnt, wie gesagt, um 6 Uhr. Und dauert 24 Stunden. So komm erstmal mit. Ich werde dir nun unsere Wache zeigen. Gerne doch. So, eh. Na los, hopp. Gott, sind die lahmarschig, diese Typen. Die sehen auch alle gleich aus. Ja, nächsten Monat kommt ja der neue Flughafenfeuerwehrsimulator raus. Den ich mir auch vielleicht holen würde. 2013. Oder? Ja. Der soll wohl noch geiler sein. Als denn dieser hier. Jo, was gibt's jetzt hier Schönes? Hier sind unsere Rechten. Hier ist unsere Rechten ganz wichtig. Die gekachelten Nebenräume. Ob du in Zukunft auf die Frauen- oder Männertoilette gehen wirst, entscheiden wir dann nach deinem ersten Einsatz. War nur ein Scherz. Aha. Prügeln, 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 prügeln. Geht leider nicht. Voller Schöpfe. Ja, was gibt's jetzt hier? Ist ein schönes Büro oder was? Wieder was? Hier ist mein Büro. Bei Fragen oder Problemen habe ich immer ein offenes Ohr für meine Leute. Ah, das ist schön zu wissen. Wo geht's jetzt rein? Ich wette hier. Ja, doch nicht. Wo ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, habe ich den Shift total aus den Augen verloren. Hätte er auch da. Ne, geht aber nicht. Hier ist unsere Küche. Quasi das Herzstück der Wache. Nur ein satter Feuerwehrmann ist ein guter Feuerwehrmann. Und wenn du in Zukunft deine Kollegen suchst, immer erstmal hier nachsehen. So dann. Gehen wir mal rüber in die Fahrzeughalle. Gerne doch. Rein hier. In die gute Fahrzeughalle. Halle. Oh, ich kann hier auch rüber gehen. Kommst du, Seffe? Seffe, bist du es? Lol. Bin ich ja noch nie gejumpt. Und alle diese scheiß Gang. Wer ist denn jetzt der Chefe? Ach, da. Hier stehen unsere Einsatzfahrzeuge. Sie dienen in der ersten Linie zur Koordination bei Großeinsätzen. Wir benutzen sie aber auch schon mal für kleinere Einsätze. Wie das Löschen eines brennenden Mülleimers, weil man einfach schneller am Ziel ist und zusätzlich kommen die Fahrzeuge bei der täglichen Soundkontrolle zum Einsatz. Dazu erkläre ich dir später noch mehr. Kapische. Warum habe ich hier schwarze Ränder? Vielleicht weil ich die Bildschirmauflösung nicht eingestellt habe. Muss ich das nächste Mal machen. Hier siehst du unsere guten alten Tanklöschfahrzeuge, kurz TLFs. Genannt, sie sind nach
wie vor fast bei jedem Einsatz mit draußen, auch wenn die Panther mittlerweile die meisten übernehmen. Arbeit übernehmen. Das sind die großen Dinger, die wir nachher zum Schluss fahren. Lol. Ich kann cheaten. Na Spaß. Ah, Geronimo. Dies sind unsere Stellplätze für unseren Notarztwagen und den RTW. Diese natürlich auch bei fast jedem großen Einsatz mit unterwegs, fallen aber nicht in deine Aufgabengebiet. Aha. Und hier sind die Monster, die wir fahren wollen zum Schluss. Na los, Scheffele. Was gibt's denn hier Schwimmisch zu sehen? Nichts. Hier stehen unsere Flaggschiffe, die Panther. Sie sind modernste, was unsere Wache zu bieten hat. Sie werden mit einem Mann besetzt und sind bei jedem Großeinsatz mit draußen. Bis du damit fahren wirst, musst du dich allerdings noch etwas qualifizieren. So gehen wir nochmal zurück in die den Bürotrakt und nach oben. Gerne doch, Scheffler. Hopp. Warum nehmen wir nicht hier die Rutsche? Scheffle, du bist so langsam. Komm jetzt, Scheffle. Ich heiße es gemütlich hier warten. Da kann ich wohl auch mal was trinken. Vielleicht noch einen Kaugummi mit dem Mund nehmen. Mein Kollege. Ich bin der Neue hier. Wo doch seid. Und ich wette, ich muss gleich niesen durch das Kaugummi. Noch mehr Toiletten. Ach, unser Dienstraum. Das ist hier unser Besprechungsraum. Hier treffen wir uns jeden Morgen zur Schichtbesprechung. Hier werden die Aufgaben für jeden Tag verteilt und die Fahrzeuge für den Tag zugewiesen. Jeder Fahrer ist dann an den Tag für sein Fahrzeug verantwortlich. Dazu erkläre ich dir später auch noch mehr. Verstanden. Bug. Entweder spackt man gerade mein Internet oder das Game hat eine gute Leistung. Nein, meine FPS-Zahl ist auf 188. Und ich weiß, das Spiel ist etwas pixelig. Ist aber nur von den Herstellern von Astrogon. Okay, wir gehen in die Einsatzleitstelle. Ja, wie ihr wisst, oder vielleicht auch nicht, bin ich ja selber aktiv in der Feuerwehr. Also noch in der Jugendfeuer, wahrscheinlich nächstes Jahr richtig Feuerwehrausbildung und so ein Kram. Und dann werde ich wohl kaum noch Zeit finden, wie viel das wird, aber mal sehen, wie ich das geschaukelt kriege. Und es ist gleich 12 Uhr. Wir wollen noch Mittagessen, Chef, also machen, ne? Das hier oben ist unsere Leitstand. Hier gehen alle Notrufe des gesamten Flughafens ein und werden von hier aus bearbeitet. 8 Minuten machen wir schon das Tutorial. Dort unten, zwischen den Bäumen da und den kleinen Kameramast stehen die Wasserbefüllungsstationen für unsere Löschfahrzeuge. Hier können die Fahrzeuge jederzeit schnell wie mit Wasser befüllt werden. Aha, wer das nicht weiß.
Also wenn, was er jetzt sagt, checke ich immer noch. Ich weiß nämlich immer noch nicht, wo die sind. Rechts siehst du ein paar alte, nicht mehr genutzte Lagerhallen. Den Platz zwischen den Hallen nutzen wir für tägliche Funktionskontrollen der Fahrzeuge. Hier können wir in Ruhe testen, ob alle Wasserwerfer funktionieren, etc. Ich habe die einen Abkürzung vergessen, aber egal. Auf den Monitoren, die oben an der Decke hängen, können wir permanent die wichtigsten Stellen des gesamten Flughafens im Auge behalten. Feuerwache, Hangar, keine Ahnung. Können wir jetzt mal Hände machen, bitte? Danke. Ja, hallo Tür, und lass mich mal durchschaffen. Ich will dich hauen. Echt real, wir können hier durch und durchgehen. Und das Schlafgemach ist natürlich ganz weit hinten. Ich glaube, das war das hier. Wenn ich es noch richtig weiß. Und es ist das. Jetzt warten wir auf ihn. Hier oben befinden sich die Ruheräume für unsere Belegschaft. Dieses Zimmer teilst du dir mit einem anderen Kollegen. Wenn die täglichen Routinearbeiten gemacht sind, kann man sich hier jederzeit ein wenig aufs Ohr hauen. Jedenfalls so lange, bis eine Alarmierung reinkommt. So, für drinnen wäre es erstmal das Wichtigste gewesen. Da würde ich vorschlagen, wir nutzen das schon schöne Wetter und machen eine kleine Routenkontrolle. Okay. Wandern wir mal vor. Ich weiß nicht, wo sind wir jetzt? Zu den LWs. Also zu den kleinen VWs-Wagen. VW-Dinger da, was das waren. Runterjumpen. Also ich kann die noch nicht aufmachen, nur weil der Chef noch nicht da ist. Machen wir mal das Athletik. Geschafft! Komm mal, der Scheffele jetzt bald mal. Scheffele! Mach doch mal den, nee. Das ist der vielleicht. Einer muss es doch von denen sein. Ja. Geht doch. Okay, es ist er, glaube ich. Und jo. Sag ich doch. So, wir fahren in getrennten Fahrzeugen. Ich nehme das Florian 2 und du das Florian an. Fahre mir auf dem Gelände einfach hinterher und ich erkläre dir die richtigsten Verhaltensweisen auf dem Flughafen. Und zeige dir die wichtigsten Punkte, damit du dich schnell zurechtfindest und immer auf die Karte sehen musst. Bevor es losgehen kann, würde ich dich noch bitten, die beiden Tore aufzumachen. Geh dazu einfach vor das Tor, bis dir oben links angezeigt wird, dass du es mit der Taste E öffnen kannst. Danach gehst du zur Fahrtür und deines Wagens und drückst ebenfalls die E-Taste, um einzusteigen. Aha. Scheffele.
So, jetzt. Ich weiß, ich habe jetzt nichts gelesen. Wollte ich auch nicht machen. Scheiße, jetzt habe ich mal. Jetzt habe ich die Ausnahme kurz beendet. Egal. Ja, da bin ich wieder. Kurz ein Problem, weil ich vergessen habe, da ist Zoom. Diese Fläche ist benutzbar als Trainingsgelände für unsere Löschfahrzeuge. Okay, das soll ein Trainingsgelände sein. Jetzt haben wir noch Verkehr. Nach Landau geht's echt nicht. Mit Gas, wir haben hin. Wir haben das hier also gut was. Eigentlich gibt der Chef Gas. Na. What the hell, Alter. Ist ja gut. Okay, wir fahren zu den Tankstellen. Links der große Kasten ist der neue Frachtterminal mit seinen 6 Gates. Und unmittelbar links neben und sich der neue Tower von hier aus wird der gesamte Bereich um den neuen Frachtterminal und dem Passagierterminal koordiniert. Müssen wir Gas? Ich würde auch noch mal fertig werden, das sind nämlich schon 16 Minuten. Hier ist die wichtigste Punkt für uns, die Tankstelle. Damit Fahrzeuge immer einsatzbereit sind, müssen sie hier regelmäßig aufgetankt werden. Dazu fährst du neben die Subsäulen und die, jetzt kannst du mit F tauftanken. Ja, gib Gas. Klebt die sozusagen an den Arsch. Oh. Echt geil, den Blinker sieht man ja hier bei den Scheißfahrzeugen nicht. Jetzt fahren der wieder zu langsam. Er ist ein Langsamfahrer, das nervt mich. Warum musst du dich an die Straßenverkehrsordnung halten? Also. Ich weiß, ich fahre gerade wie die Sau, wie bei GTA auch. Ja, ist mir jetzt auch egal, ich will fertig werden. Echt real, wenn man einen drauf fährt, bremst man sofort ab. Also steht man sofort, echt geil. Arsch. Links ist das Personenterminal. Hier ist der Verkehr auf den Häufe ganz besonders dicht. Also Achtung. Wird dunkel, also Licht an. Du Idi. Direkt hier fängt der Zaun an, an den fast allen immer komplett um das ganze Flughafengelände geht. Eine unserer täglichen Aufgaben ist diese Überprüfung der Zauns auf Beschädigung. Ich denke, das wird in den nächsten Tagen eine Hauptaufgabe sein. Aber wenn du schnell verlernst, bekommst du bald auch interessante Aufgaben. Aha. Ich will gucken. Ich werde eigentlich gar nicht vor, so lang zu machen in den ersten Part, aber wird's wohl. Das sind ja schon fast an die 20 Minuten.
Idiota. Mal ganz frech hier abkürzen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, klar, okay. Lass mich halt fast umkippen. Klasse Part, fast 20 Minuten. Hier befindet sich. Hier befinden wir uns bei 14L. Das ist Ende der längsten längsten Stadt- und Landebahn unter dem Flugzeug. Das an Ende ist 23E. Ende sind wir uns gleichzeitig die Bereitstellungsräume bei Alarm. Hopp! Was? Ja, nochmal auf den neuen Flughafenfeuer drauf anzusprechen. Es wird schon eine Sprachfunktion und so geben, wie ich es bei Amazon so gelesen habe. Eine neue KI. Die Kollegen werden jetzt auch einen richtig helfen. Nicht so wie bei denen hier. Ja, helfen sie eigentlich kaum, löschen sie dann auch rum und so ein Kram. Und ja, ich werde es mir überholen und dann auch ein Let's Play machen. Also blind vielleicht. Lasst euch einfach überraschen, ja. Und mit GTA 4, das habe ich immer nach dem bekommen, also. Er zieht uns davon. Na klar, jetzt rast er. Teuer unsere Kirchenglocken, Leute. Ich hoffe, die hört man jetzt nicht im Video. Aber ich finde mein neues Headset viel besser, weil es echt bequem ist. Und ja. Geilen Sound. 22 Minuten. Ich wette, wir knacken heute noch mein längstes Video. Wir kommen ran. Überholen. Ich muss überholen. Oder auch nicht. Jetzt zieht er davon. Ohne uns. Beschleunigung ist ja auch wahnsinnig, ne? Das hier ist der Helikoptergelände des Flughafens. Aha. Wir landen also die Helikopter, wo wir auch einen Brände kriegen werden und so Kram. Ich hatte hier schon ein paar Einsätze. Schon mal. Ich habe das Spiel nämlich schon, keine Ahnung, wie oft durch. Ich sag jetzt mal nichts. Ich vernerv mich gerade Scheffele. Hier sind wir am nördlichen Ende der Querwindbahn 0624. Dies ist die zweitlängste Bahn auf unserem Flughafen. Jetzt aber hopp. Fertig werden wir. Ich hatte eigentlich vor, heute noch aufzunehmen, kurz vor Weihnachten. Ich wollte eigentlich eine Pause machen über Weihnachten und ja, erst nächste Woche werden machen, also nach den Weihnachtstagen und Feiertagen und so ein Kram. Aber ich will ja erstmal was zum Hochladen haben für die Tage. Musst du denn so langsam fahren? Wir haben hier bald den Flughafen einmal umkreist. Zack, schon haben wir dich überholt. Ja klar, bleib einfach mal stehen.
Wäre das jetzt einen halben Stundenpart, ey, da habe ich jetzt echt keinen Bock zu. Weil es wird eine Ewigkeit mit den Rändern dauert und mit dem Hochladen auch noch, aber da habe ich die ganzen Freitagungen mal zu tun dann. Guten Tag. Oh. Man darf bei denen noch echt zu nah drauf fahren. Nee, Scheiße. Und so sieht der Innenraum aus. Ich finde ganz schön hässlich. R, das ist östliche Landebahn. Ende der Hauptstadt und Landebahn. Das Ende, also Bereitstellungsraum, ist noch ein Stück links runter. Aber dafür müssen wir jetzt zu lange das Runway fahren. Warte mal hier rüber, kann ja kein Flugzeug kommen. Wow, erhält man nicht. Okay, es wird einen halben Stundenpart, das werde ich. Hast es bald. Fahr doch nicht so langsam. Oh, ich sehe mal zu lange mal Verkehr hier. Ein LKW fährt da vorne. Fahr doch nicht so wie beschissener. Pass dich doch mal bitte meinen Fahrstil an. Hier ist die Sportflieger und hier sind die Sportflieger unter Überwachung. Und mit 32L gleichzeitig ein Ende der kürzesten Bahn. Origin nervt mal wieder auch rum. Okay, wir haben meinen Rekord geknackt. Am Arsch, der fährt doch echt wie ein Henker. Entweder bin ich jetzt blöd oder ich habe ihn verloren. Da vorne fährt er doch noch irgendwo. Kürze ich mal hier so ab.
Ich sehe ihn immer noch nicht. Doch, da jetzt. Hier ist das Ende des hier ist das Ende des Zauns ums Gelände. Kann ich auch. Ein Glück. Und die halbe Stunde haben wir geknackt. Jetzt halt er hier nochmal. Hier ist der alte Tower. Wo denn? Da oder was? Nett. Ich finde den Zaun der Karren ein bisschen beschissen. Da hinten ist unsere Wache. Das ist die 06. Das ist das Ende der Quellenbahn, oder? Wird dunkel. Ja, ohne Licht. Ist ja was. Alter. Der richtet mich auf. Jetzt sind wir am alten Frachttümmel, das auch noch immer in Betrieb ist. Aha. Interessiert uns das? Nein, wir wollen fertig werden. Mein Rekord ever, ey. Am liebsten würde ich jetzt hier wie eine Pistole, eine MG oder ein Granaten, Bazooka oder so nehmen und den scheiß Typen in der Luft haben, weil der so beschissen fährt. Und wieder ein Stop, oder? Jo. 14R ist das andere Ende des Spottflug-Startbahn. Das hört mich überhaupt nicht. Ich hoffe, wir fahren jetzt bitte wieder zur Wache. Ich hab keinen Bock mehr. No, no. Jetzt hat er aber endlich Licht angemacht. Feuerwehr Vorfahrt also, Bruder. Wir sind im Einsatz. Endlich, Dankeschön. Er blinkt auch noch. So, und jetzt sind wir wieder an der Feuerwache. Dann komm hier rechts, links findest du unsere Wasserversorgung und die Wassertanks der Tanklöschfahrzeuge und Panther zu füllen. Jeder Fahrer hat zur Sicherheit das ihnen zugewiesene Fahrzeug für die Schicht für die Funktion zu prüfen und dafür zu sorgen, dass Wasser und Kraftstoff aufgefüllt sind. Lol. Okay, das. Okay, dann können wir die Fahrzeuge erstmal hier stehen lassen. Und wir sind dann später in die Garage setzen. Für dich in der DL. Eine Einführung dann jetzt hier und dann sehen wir uns morgen früh pünktlich um 6 Uhr zur Schichtübergabe, Besprechung. Ich hoffe, der Rundgang und die Tour haben dir ein wenig geholfen, dich in Zukunft hier etwas besser zurechtzufinden. Drücke E, um die Einführung zu beenden. Und um die Schicht zu wechseln, E. Ja, hier endlich. Nein, kein Bock jetzt.
Ja, und ich würde mal sagen, das war's für diesen Part. Wir machen weiter mit der ersten Schicht im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin der Marcel P007. Haut rein. Ciao.